Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über die Rezession. Auch in den Zahlen ist es jetzt klar. Hier auch ganz kurz mal eine Grafik für euch. Wir sehen das hier. Also, Deutschland befindet sich jetzt in einer Rezession und wir werden heute mal ermitteln, ja, wie es dazu kam und was jetzt zu tun ist und was jetzt auch wahrscheinlich passieren wird. Ich würde sagen, damit gebe ich das Wort auch schon mal weiter. Was ist da los? Warum sind wir in einer Rezession? Ja, durch die Corona-Krise und später durch die Sanktionen gegen Russland erlebten die Rohstoffmärkte weltweit einen Preisschock. Die Rohstoffpreise erreichten Anfang Mitte 2022 ihren Höhepunkt. Doch dieser Preisschock hat sich seitdem schon wieder größtenteils abgebaut. Aber er führte natürlich kurzzeitig zu einem starken Inflationsschub. Dieser Inflationsschub veranlasste die Zentralbanken weltweit, unter anderem auch die EZB, nun dazu, die Zinsen stark zu erhöhen. Wozu es eigentlich keine Notwendigkeit gab. Es gab keine Beschleunigung des Lohnwachstums, es gab keine Überhitzung der Wirtschaft, sondern ganz im Gegenteil, so ein Preisschock, der schwächt ja erstmal die Wirtschaft. Der entzieht der Wirtschaft Nachfrage, da das Ausland seitenmechanisch gesehen zu einem Nettosparer wird. Das kann man auch sehr schön sehen, wenn man sich die Leistungsbilanz im Jahr 2022 ansieht. Dann, als die Rohstoffpreise besonders hoch waren, war die Leistungsbilanz in Deutschland sogar kurzzeitig negativ. Und Deutschland ist ja sowieso schon ein chronisches Überschussland, was eigentlich in den letzten 20 Jahren keine negative Leistungsbilanz hatte. Naja, diese wegfallende Nachfrage durch die höheren Preise sorgt nun dafür, dass sich die Wirtschaft abschwächt. Und in diese abschwächende Wirtschaft hinein erhöhte die EZB nun die Zinsen. Was passiert, wenn man das macht? Ja, klar, beispielsweise der Bausektor bricht stark ein, weil der auf niedrige Zinsen zur Refinanzierung zukünftiger Investitionen angewiesen ist und sich über die letzten, ja, 15 Jahre Niedrigzinsen mittlerweile daran auch gewöhnt hat. Die Zinsen waren ja extrem lange Zeit, weil die Wirtschaft so geschwächelt hat, sehr niedrig. Und jetzt wurden sie innerhalb kürzester Zeit von 0% auf 3,75% angehoben. Und das, ja, tötet halt die Investitionstätigkeit. Und das soll es auch. Die EZB geht nämlich von völlig falschen Prämissen aus. Ich zitiere hier jetzt mal Christine Lagarde. Sie sagt zur Dauer der Inflation: Nach Jahren zu niedriger Inflation ist sie nun zu hoch und dürfte zu lange zu hoch bleiben. Naja, dass das Quatsch ist, das wird Jan euch gleich nochmal zeigen, anhand ein paar weiterer Grafiken, die zeigen, dass der Preisschock eigentlich schon wieder vorbei ist und es für diese Zinserhöhungen weder Anlass gab noch Anlass gibt. Ja, das ist ja eine Wahnsinnsprognose. Das ist unvorstellbar. Also moderne Zentralbanken arbeiten halt normalerweise nach der Hitze im Arbeitsmarkt. Bedeutet, wenn sie da irgendwie eine langfristige Inflationsprognose aufstellen, dann müsste da richtig Hitze im Arbeitsmarkt sein und die Löhne müssten richtig zulegen. Hier mal ja, die Lohngrafik von Deutschland. Hier sieht man halt, die Reallöhne sind massiv am Fallen. Hier jetzt noch die Daten, ja, bis Ende 2022. Die Nominallöhne steigen natürlich deutlich langsamer als die Verbraucherpreise. Und hier müsste jede vernünftige Zentralbank also sehen, okay, wir haben keine Hitze im Arbeitsmarkt, wir haben keine Hitze in der Wirtschaft langfristig. Ja, langfristig wird die Inflation dann natürlich verschwinden und dann muss man auch keine Zinsen anheben. Das Interessante ist ja auch, dass die EZB ja erst 3 Monate nach der Fed die Zinsen angehoben hat. Also am Anfang haben sie scheinbar auch noch hier irgendwie richtig gearbeitet und erkannt, okay, da hast keine Hitze, da ist keine Lohnpreisspirale. 3 Monate später, als immer noch kein Anzeichen dafür war, dachten sie sich dann scheinbar, jetzt ist plötzlich da Hitze im Arbeitsmarkt, plötzlich könnte da eine langfristige Inflation entstehen und dann haben sie da nachgezogen, was halt wirklich gar keinen Sinn ergibt. Ich habe damals schon gesagt, wir hatten, wenn wir in Amerika schauen, dort ein bisschen Hitze, die Dienstleistungspreise sind angezogen, da waren so Nachholeffekte, da konnte man das irgendwie noch erklären mit den Zinserhöhungen der Fed. Aber was hier im Euroraum passiert ist, da wo wirklich gar keine Hitze war, wenn man sich den Dienstleistungsindikator beispielsweise anschaut, da war das wirklich absurd. Und jetzt geht die EZB, wo sie die Wirtschaft schon zerschlagen hat, wir haben gerade eben schon
diesen Auftragseingang uns angeschaut. Ich blende ihn hier nochmal ein. Jetzt, wo wirklich schon die Wirtschaft zerschlagen ist, durch die Zinserhebung unter anderem, da rechnen sie weiter also mit einer langfristigen Inflation. Wir halten also nochmal fest, wir befinden uns schon in einer Rezession. Die Aufträge brechen weg, es wird also noch schlimmer werden. Die Löhne sind eh schon am Fallen, real, und entwickeln sich deutlich langsamer, als also die Verbraucherpreise das getan haben. Und die EZB rechnet also weiterhin mit Inflation. Wo soll die Inflation herkommen? Das ist die große Frage. Ja, das ist wirklich eine große Frage. Und also, wir hatten es ja gerade aufgezählt. Die Inflation geht schon wieder zurück. Die Wirtschaft schwächt sich immer mehr ab. Jetzt müsste eine vernünftige Regierung eigentlich Konjunkturpolitik machen. Sie müsste eigentlich ihre Ausgaben massiv ausweiten, um für zusätzliche Nachfrage zu sorgen. Finanzminister Lindner macht in Deutschland aber genau das Gegenteil. Von 2022 auf 2023 werden die Ausgaben um 50 Milliarden Euro gekürzt. Also eine Haushaltskürzung um fast 10% des Bundeshaushaltes. Das ist ja ziemlich krass dafür, dass wir uns in einer Situation befinden, wo die Wirtschaft sich eh schon immer weiter abschwächt. Also, wie kannst du dir das erklären? Wieso macht die Bundesregierung so etwas? Ja, das ist Ahnungslosigkeit. Das hat nichts, auch gar nichts mit ökonomischer Wissenschaft zu tun, auch nicht mit dem Mainstream. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich wollte schon fast den Mainstream hier verteidigen, weil natürlich auch der Mainstream erkennt, also wenn wir jetzt hier von den Neokeynesianern sprechen, wir brauchen ein Konjunkturpaket in einer Rezession. Das hat jeder verstanden, jeder Ökonom, jede Denkschule hat das verstanden. Und Christian Lindner macht da irgendeine Ideologie, ausgeglichener Haushalt. Da sage ich dem Mann, wir müssen höhere Ausgaben haben vom Staat, weil die privaten Ausgaben gehen zurück, das Ausland wird weniger in Deutschland kaufen, also brauchen wir jetzt höhere Ausgaben. Wenn er unbedingt die schwarze Null machen möchte, dann soll er von mir aus jetzt mit der Vermögensteuer ankommen, die sich kaum auf den Konsum auswirkt, dann soll er die Reichen noch ein bisschen mehr besteuern, das findet er bestimmt super, wie wir ihn kennen. Also wenn es irgendwie gegenfinanzieren möchte, die höheren Ausgaben kann er machen, brauchen wir halt ein progressives Steuersystem. Wir brauchen aber höhere Staatsausgaben, weil alle anderen Ausgaben wegbrechen und nur der Staat also die Wirtschaft stabilisieren kann. Und wie gesagt, es ist nicht zu erklären, es ist noch nicht mal mit Lobbyismus zu erklären, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, wie soll es denn mit Lobbyismus zu erklären sein, die Wirtschaft abschmieren zu lassen? Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwas mit Lobbyismus zu tun hat, dass er jetzt die Wirtschaft kaputt spart. Also bei so kleinen Ländern wie Griechenland, da kannst du ja schon sagen, dass die kaputt gespart wurden und sich dann ja private Investoren da billig die Infrastruktur unter den Nagel reißen konnten. Also da könntest du das noch ein bisschen mit Lobbyismus erklären, aber in einem Land wie Deutschland, also da kann ich mir das auch beim besten Willen damit nicht erklären. Ja genau, also Griechenland oder selbst große Länder, Russland, IWF geht dahin und Oligarchen ist ja bei beiden Ländern quasi das Thema. Da kann man das vielleicht noch irgendwie erklären. Aber was hier gerade passiert, das ist einfach irgendeine Ideologie, irgendeine neoliberale Ideologie, die also davon ausgeht, wenn der Staat jetzt ja, die Ausgaben und die Einnahmen balanciert und auch runterfährt, dass dann die Unternehmen das Vertrauen in die Wirtschaft wieder gewinnen. Also das ist so absurd, das ist unvorstellbar. Ja, das muss, und um nochmal auf die EZB zurückzukommen, die Unternehmen sind seit zwei Jahrzehnten Netto-Sparer. Und wenn man in diese Situation hinein jetzt die Zinsen erhöht, um die Investitionstätigkeit noch weiter abzuwürgen, dann wird man dieses Problem auch mittelfristig noch verschärfen. Denn Unternehmen müssen Investitionen ja über einen relativ langen Zeitraum planen. Wenn jetzt ganz viele Investitionen abgesagt werden, dann könnte das die Unternehmen noch mehr in diese Nettosparerposition drängen und die Konjunktur damit sogar langfristig schädigen. Zumal bei so einem Preisschock es eigentlich sinnvoll gewesen wäre, die Produktionskapazitäten auszuweiten. Und damit Unternehmen die Produktionskapazitäten ausweiten, müssen sie investieren. Nun ist es so, das hatten wir vorhin schon erklärt, dass dieser Preisschock lange nicht so schlimm geworden ist, wie man, also, dass der sich schon wieder teilweise abgebaut hat. Das liegt daran, dass die Sanktionen gegen Russland nicht so gut funktionieren, wie man es sich ursprünglich erhofft hat. Russland schafft es, seine Rohstoffe dahin zu bringen, wo sie gebraucht werden, und selbst die westliche Technologie, die es braucht, zu importieren, eben über Umwege. Der Handel der EU mit ja, einigen anderen Staaten, einigen Nachbarstaaten von Russland ist teilweise um mehrere 100% gestiegen. Eben kann man sich relativ leicht denken, warum. Nicht, weil die Wirtschaft in diesen Staaten plötzlich so dermaßen
explodiert wäre, sondern einfach, weil da Sanktionen umgangen werden. Und das ist, wie gesagt, der Grund dafür, dass dieser Preisschock nicht so schlimm ausgefallen ist, wie es hätte sein können. Wenn diese Sanktionen wirklich erfolgreich gewesen wären und der Ölhandel beispielsweise eingebrochen wäre, dann würden wir jetzt ganz andere Ölpreise und auch ganz andere Rohstoffpreise sehen. Also so gesehen können wir froh sein, dass durch die Mechanismen innerhalb einer freien Marktwirtschaft diese Sanktionen so effektiv umgangen werden. Ja, das ist absurd. Also, ja, auch das ist ja ökonomisches Unwissen. Ich meine, es war ja klar, dass das passiert. Der Ölmarkt ist ein Räumungsmarkt. Alles Öl, was auf den Markt kommt, wird irgendwie verkauft werden. Was die Europäer sich dabei gedacht haben, also diese Arroganz, dass man einfach davon unabhängig sein kann und dass das russische Öl dann plötzlich nicht mehr verkauft wird. Beispielsweise das russische Gas, das ist halt einfach so arrogant und so fern von der Realität. Vielleicht aber doch auch nochmal zu den Investitionen. Wir haben eigentlich eine doppelt schlimme Situation. Nicht nur, dass wir die Zinsen angehoben haben und damit die Investitionen schwächen. Wir haben jetzt ja durch die Rezession auch Unterkapazität. Viele Unternehmen haben jetzt Unterkapazitäten. Das bedeutet, die können jetzt eine leicht steigende Nachfrage, können die erstmal noch auffangen. Die sind jetzt so weit entfernt davon zu investieren, einfach durch die ökonomische Lage. Und darauf jetzt also nochmal, die Zinsen drauf. Das heißt, die haben zwei Gründe schon, jetzt nicht zu investieren. All das. Runtergehende Ausgaben, sinkende Investitionen wird uns in eine tiefe Rezession stürzen, wenn jetzt nicht mal irgendjemand begreift, dass wir jetzt als Regierung Gas geben müssen. Ich habe es vor der Aufnahme schon mal gesagt. Ich habe immer gedacht, Christian Lindner wird irgendwann mal was raffen, wenn es wirklich schlimm ist. Aber ich sehe da keinen Fortschritt bei diesem Mann. Und deswegen es wäre meine aktuelle Prognose, dass die nur wenig machen und die Rezession schlimmer werden wird. Oder wie siehst du das? Ja, also da hast du einen Punkt, aber durch die wieder sinkenden Rohstoffpreise, die auch wieder, nicht nur, weil die Sanktionen umgangen werden, sinken, sondern auch, weil sich global die Wirtschaft abgeschwächt hat. Also es ist ja bei Rohstoffpreisen so, dass die sehr konjunktursensitiv reagieren und die OPEC hat mehrfach versucht, den Ölpreis beispielsweise zu stabilisieren und es hat nicht richtig funktioniert. Einfach weil die Nachfrage nach Öl global einbricht und weiter einzubrechen droht. Dadurch, dass die wieder gesunken sind, dürfte die Konjunktur nicht ganz so schlimm abschmieren, wie es hätte passieren können, wenn, wie gesagt, die Sanktionen richtig funktioniert hätten, wenn wir einen richtig heftigen Preisschock gehabt hätten. Aber der hat sich ja größtenteils wieder abgebaut. Also von der Seite eher Entwarnung, von Seite Zinserhöhung und Regierungshandeln von der Bundesregierung absolut keine Entwarnung. Also wenn das so weitergeht, dann wird sich die Rezession erstmal weiter verschärfen. Ich habe es hier gerade auch nochmal eingeblendet, was du gesagt hast hier mit den Preisindizes. Also da sieht man tatsächlich, dass sich jetzt sozusagen die sinkenden Rohstoffpreise bereits auf die Erzeugerpreise ausgewirkt haben, dass die also hier am Fallen sind. Und klar, das wird sich sicherlich sehr positiv auf die Wirtschaft auswirken. Also hier haben wir auf jeden Fall mal etwas Positives. Gut, dass du es angesprochen hast. Aber dem gegenüber stehen halt wegbrechende Investitionen, ein extrem leidendes Baugewerbe, was halt auch nur mal die Wirtschaft hätte stabilisieren können. Und deswegen wäre halt meine Prognose, dass es noch schlimmer wird, wenn die jetzt nicht irgendwie mal begreifen, dass sie irgendwas machen müssen. Und das also wäre jetzt hier mein negativer Ausblick. Was wäre denn jetzt so zu tun was würdest du sagen, könnte man tun, um vielleicht das Baugewerbe zu stabilisieren? Fällt dir da irgendwas ein? Ist Habeck da schon auf dem richtigen Weg mit seinen Wärmepumpen oder wie siehst du das? Billige Kreditprogramme. Also, wenn die EZB die Zinsen erhöht, okay, kann man jetzt auch sagen, da sollte Deutschland vielleicht erstmal wen anderes hinsetzen als Jürgen Nagel, der diese Zinserhöhungen immer vorangetrieben und befürwortet hat. Aber wenn die EZB die Zinsen so stark erhöht, dann muss die Bundesregierung da irgendwie für Ausgleich sorgen. Entweder durch staatliche Bauprogramme oder indem sie der privaten Wirtschaft billige Kreditprogramme zur Verfügung stellt, damit die bauen kann. Wie man es dann genau macht, müsste man gucken. Aber dieses Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, das wird sie in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich verfehlen. Weil sie selbst zu wenig baut und weil der Privatsektor jetzt eben auch einbricht.
Ja, also das finde ich schon mal ganz gut. Ich habe das mit den Wärmepumpen extra reingebracht, weil mich das so ein bisschen nervt. Das ist so eine kleine Idee. Jetzt in dieser Rezession eine Idee, die die Leute vielleicht auch so ein bisschen nervt. Also einige Leute sind ja davon genervt. Ich hätte halt eher gesagt, dass man jetzt sowas machen könnte wie Wohnungen isolieren. Regierung nimmt davon 50, über 50% der Kosten, 80% der Kosten, je nachdem, was sie sich da einfallen Also lassen, bis um zu einer einfach gewissen Grenze diesen. würde ich sagen 100%. Ja, oder 100%. Man muss halt irgendwie diesen Sektor auffangen und da werden freie Kapazitäten sein, natürlich. Wenn die Aufträge wegbrechen, dann werden freie Kapazitäten da sein. Das führt dann zu Entlassungen, höherer Arbeitslosigkeit. Und da könnte man natürlich jetzt super sagen, wir nutzen diese freien Kapazitäten, um besser die Wohnungen zu isolieren. Aber all das sehe ich dann nicht. Da wird da irgendwas mit Wärmepumpen gemacht. Die meisten sind genervt. Kann er ja von mir aus auch parallel noch dazu machen. Ich habe gar nichts gegen die Wärmepumpen. Aber irgendwie was Großes, wo die Leute sich auch mal drüber freuen, das wäre halt jetzt hier mein Ansatz. Und was halt wirklich gleich auch eine stabilisierende Wirkung hat. Weil wenn ich jetzt heute Häuser baue, dann kann ich nicht morgen Wärmepumpen bauen. Es kann sein, dass das Angebot da sich ein bisschen ausweitet jetzt durch Habecks Programm. Aber da fehlt mir einfach eine klare Linie, auch mal irgendwas anzugehen, wozu jetzt auch halt eben die Kapazitäten da wären. Ja, wenn die Bundesregierung den Haushalten vorschreibt, so etwas zu tun, dann sollte sie davon auch 100% bezahlen. Vor allem da bei vielen Altbauten da auf manche Kosten von mehreren hunderttausend Euro zukommen könnten. Das kann Ich jemand, meine der. auch nicht vorschreiben. Ich meine wirklich, dass man mal den Leuten was Gutes tut und sagt, hier, wir übernehmen 80% der Kosten, ihr könnt das gerne machen, ja. Ach so. Ja, aber wenn du sagst, also klar, 100% der Kosten übernehmen, das wäre jetzt alles möglich, ne? Der Sektor bricht ja weg. Und vielleicht nochmal dazu, wenn wir jetzt also eine Prognose machen würden, wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit in Deutschland aus? Das wird sich auf jeden Fall negativ daraus auswirken, dieser Bausektor, ne? Bisher ist der Arbeitsmarkt relativ stabil geblieben tatsächlich. Die Arbeitslosigkeit ist zwar leicht gestiegen, aber eben nur leicht. Das ist ziemlich interessant. Ja, Aber vielleicht. Ja, sorry. die Zahl der offenen Stellen sinkt und die Zahl der Arbeitslosen steigt auch leicht wieder und das wird sich jetzt erst einmal fortsetzen. Ich meine, woher sollen die zusätzlichen Arbeitsplätze kommen, wenn sich die Wirtschaft weiter abschwächt? Genau, die Stabilität im Arbeitsmarkt könnte man jetzt, also wenn man jetzt Mainstream-Ökonomik ist, dann würde man sagen, okay, die Zinsen wirken sich erst verzögert in 1, 2 Jahren auf die Wirtschaft aus. Und das dauert einige Zeit. Und das Ziel der Zinserhöhung von der Mainstream-VWL ist ja, den Arbeitsmarkt zu zerschlagen. Die Arbeitslosigkeit soll steigen, damit die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer abnimmt und dadurch dann also niedrigere Lohnabschlüsse dann also zustande kommen. Das ist sozusagen das Mainstream-Modell, dass sich das 1, 2 Jahre später dann auf die Arbeitslosigkeit auswirkt. Wenn wir jetzt gerade uns den Bausektor anschauen, dann könnte sich das halt schon aus meiner Sicht in einem halben Jahr oder so auf die Arbeitslosigkeit auswirken. Aber egal, wann das sich jetzt auswirkt, es dauert halt noch ein bisschen, jedenfalls nach dem Mainstream-Modell, weil sie wollen ja die Arbeitslosigkeit mit den Zinsschritten in die Höhe treiben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch passieren wird. Ja, man könnte sagen, es ist fast schon Klassenkampf von oben gegen ganz normale Arbeiter, die in einer völlig unnötigen Situation. Denn die Inflation geht wieder zurück. Die EZB hätte eigentlich nichts machen brauchen. Sie hätte vor einem Jahr die Füße hochlegen können, den Zins bei Null lassen können. Die Inflation würde jetzt genauso zurückgehen. Also. Ja, ganz genau. Und die negativen Folgen, die kommen jetzt ja noch. Also sie hat jetzt noch nichts gegen die Inflation gemacht. Sie kann sich auch jetzt noch nicht auf die Fahne schreiben, dass das da jetzt irgendwie ein bisschen gesunken ist. Weil laut dem eigenen Modell dauert es ja, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Jahre, bis dann diese Zinsschritte auch Auswirkungen auf die Wirtschaft zeigen, dass der Arbeitsmarkt dann mal schön kaputt ist und das dann auch Auswirkungen zeigt. Also sie kann sich noch nichts auf die Fahne schreiben, aber die Folgen davon, die muss sie sich auf die Fahne schreiben. Und Ja, aber noch mal eine Sache zu dem Klassenkampf, weil ich das gerade interessant fand. Klassenkampf, für mich ist es sogar noch krasser, ja, weil die EZB, die stellt sich gerade gegen alle, ja, auch gegen die Unternehmen und so weiter. Sie stellt sich ja quasi gegen alle. Und das finde ich das Besondere hier an dieser Situation. wenn du jetzt reich bist und jetzt nicht, also wenn du jetzt Geld zur Seite schaffen willst und es jetzt in, dann kannst du es jetzt in Staatsanleihen investieren und kriegst risikolos Zinsen von über 3% pro Jahr. Das ist eigentlich eine wunderbare Situation. Du weißt, dass eine Rezession kommt, dass es sich verschärfen wird und du kannst dein Geld jetzt
zur Seite schaffen für die nächsten paar Jahre. Und zwar extrem hoch verzinst. Das heißt, die gibt es schon Profiteure dieser Politik. Es gibt vielleicht ein paar Profiteure. Ich weiß jetzt nicht, so ein Reicher, der hat da sein Aktienportfolio und der hat vielleicht auch Angst, dass durch die Zinsschritte dann da mal die Aktien schön runterfallen. So, also ich habe das Argument auch schon gelesen, es ist nicht abwegig. Aber ob ich jetzt so begeistert wäre mit meinem Portfolio, da dass jetzt die Anleihen mal wieder ein bisschen besser sind, das ist langfristig ist das sicherlich so, wie du sagst, aber kurzfristig ist es ja auch nicht gut für die Kurse, ne? Und deswegen weiß ich nicht, ob es irgendeinen gibt, der jetzt großartig begeistert ist von diesen Zinsschritten außerhalb der EZB. Deswegen habe ich auch immer gesagt, das ist kein Lobbyismus, Freunde, das ist eine Ideologie, die da betrieben wird. Oder Unwissen. Also ich kann es wirklich nicht erklären, man kann es nicht mit Mainstream-VWL erklären. Du hast es ja wahrscheinlich gerade im Studium, oder? Das berühmte ISLM-PC-Modell. Ja, das hatte ich schon. Ja, genau. Also da geht es halt um den Arbeitsmarkt bei langfristiger Inflation. Das weiß der Mainstream auch. Er rät da zwei Zahlen. Da gibt es eine natürliche Arbeitslosenquote, die muss er raten. Da gibt es eine tatsächliche Arbeitslosenquote. Wenn die darunter liegt, dann gibt es halt Inflation. Die tatsächliche Arbeitslosenquote kann er schlecht messen, ist ihm alles egal. Aber letztendlich wäre der Mainstream, wenn der Mainstream jetzt hier Politik machen würde, der würde es 10-mal besser machen als das, was wir gerade erleben. Ja, dann bedanken wir uns bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Würde ich sagen. Ja, wenn du nichts noch zu sagen hast. Ich glaube, wir haben alle Grafiken gezeigt. Ach nee, eine Grafik müssen wir euch noch zeigen, und zwar Gewinne und Lohnstückkosten. Stimmt, das ist ziemlich relevant, denn es gibt tatsächlich auch inländische Profiteure der letzten Inflationsphase. Die Inflation folgt ja langfristig den Lohnstückkosten. Und hier sehen wir im letzten Jahr, dass die Lohnstückkosten absolut keinen Anlass bieten, jetzt eine dauerhafte Inflation zu erwarten, aber die Gewinne der Unternehmen pro Einheit sind dermaßen stark gestiegen, dass sie auch eine wichtige Erklärung für den Inflationsschub letztes Jahr sind. Das heißt, es ist nicht nur ein Preisschock von außen, sondern es sind auch zusätzliche Gewinnmitnahmen von Unternehmen im Inland, die diesen Preisschock dann einfach genutzt haben, um ihre Preise noch stärker zu erhöhen, als sie eigentlich gestiegen wären. Also das sieht man bei vielen großen Unternehmen. Bei Nestle beispielsweise hat sich der Absatz in Menge, also ist der Absatz mengenmäßig sogar zurückgegangen, aber man konnte trotzdem die Gewinne steigern, da man die Preise so stark erhöht hat. Das haben, wie die Grafik hier zeigt, viele große Unternehmen letztes Jahr getan. Aber wenn jetzt die Rezession kommt, und das ist auch wichtig, dann werden sie ihre Preise wieder senken müssen, damit der Absatz nicht noch weiter einbricht. Und dann werden die Unternehmen auch um die Wette wieder die Preise senken, jedenfalls da, wo der Wettbewerb gut funktioniert. Und dann könnte es tatsächlich passieren, dass wir in die Deflation rutschen. Ja, das ist eine gute Analyse, würde ich sagen, weil in der Rezession, da muss man ja dann irgendwann über den Preis gehen, weil sonst kauft ja niemand mehr. Ansonsten sieht man hier aber halt auch sehr gut, was man häufig in einer Krise sieht, dass Unternehmen plötzlich merken, oh, da ist aber doch noch ein bisschen mehr drin. Ich habe jetzt ein Beispiel noch dazu. Danach können wir dann auch, wir sind jetzt hier schon bei 23 Minuten, aber ein Beispiel habe ich noch dazu. Amerikanische Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Plötzlich riesige Kapazitäten für den Krieg aufgebracht. Der Konsum ist aber verhältnismäßig ziemlich wenig runtergegangen. Also plötzlich haben die Unternehmen gemerkt, dass sie deutlich produktiver arbeiten können. Diese Unternehmen haben jetzt hier plötzlich gemerkt in dieser Zeit, dass sie auch einfach ein bisschen mehr draufschlagen können. Also manchmal braucht es eine Krise für so ein Unternehmen, dass sie merken, was da vielleicht noch drin ist. Und würdest du vielleicht, das ist noch abschließende Frage, würdest du sagen, dass das ein Zeichen ist von schon fehlendem Wettbewerb? Oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Also, wie gesagt, Nestle ist ja ein Nahrungsmittelkonzern und das ist ja einer der Bereiche, wo es schon relativ großen Wettbewerb gibt. Und wenn man sich dann noch, ja, wenn man sich dann ansieht, dass selbst die ihre Gewinnmarge dermaßen steigern konnten, dann ist das auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Vor allem, da es sich hier um lebenswichtige Güter handelt und nicht um Güter, wo es verschmerzbar wäre, wenn die Preise mal wesentlich stärker steigen als die Einkommen.